Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry. Und wir begeben uns jetzt nach, nicht nach Banapur. Wir sind in Banapur, wollen jetzt zum Außenposten. Hierhin. So, haben wir denn hier irgendwie ein Gefährt oder sowas? Sind wir hier mobil unterwegs? Kleine Nebeninfo. Ich habe das Audio, sprich das Radio und sowas. Also ein Kram, da kommt übrigens ein Auto. Habe ich nicht mich umfahren, danke. Bedien dich. Ja gut. Ich habe das Audio ausgestellt, weil ich eben einmal eine E-Mail bekommen hatte. Oha. Von YouTube, dass es da ein Copyright-Problem gibt im Part 3, glaube ich. Da läuft irgendein Lied. Und ja, aber hier läuft gerade Musik. Ich schau mal eben schnell kurz nochmal nach, aber ich eigentlich habe ich es aus. Es liegt daran, dass viele hier an Wiedergeburt glauben und es gleichzeitig viele Arschlöcher gibt. Ja, fahren wir trotzdem zum Außenposten. Versteht ihr, was ich meine? Die Munition reicht jetzt, ich hab gar nicht mehr nachgekauft. Arschlöcher. Dann töten wir Tiere und kommen zurück als Tiere. Das ist der verrückte Kreislauf des Lebens. Arschlöcher. Wie wird hier noch auf mich geschossen? Denk mal nach, wie kaputt wir hier in Kyrat sind. Wir sind so nachtragend, dass wir sogar Tiere töten, weil die Chance besteht, dass sie die Reinkarnation einer Person sind, die wir irgendwann mal nicht mochten. Einmal habe ich eine Ziege gesehen. Echt geil, was er da erzählt. Also habe ich sie umgelegt. Und nur aus Rache. Genau dasselbe habe ich heute früh auch gesagt. Warum nicht? Schade, dass das nicht doppelt gibt. Wenn man die überfährt, das wäre echt cool. So, und weiter geht's. Das Ding ist, ich kenne es noch von Far Cry 3 mit den Außenposten. Die einzunehmen. Man kriegt dann einen extra Bonus, wenn man das unbemerkt macht. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weit hin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP-Bonus. Das, was ich gerade gesagt habe. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Und ja, in Far Cry 3 habe ich das halt immer ganz gerne gemacht, unbemerkt. Das macht auch richtig Laune, so sich dazu anzuschleichen und alles. Also mir zumindest macht das richtig Spaß. Anstatt da einfach so reinzuballern. Das Ding ist, ich habe jetzt keinen Schalldämpfer und deswegen das macht das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Na, wir schauen mal, ist hier denn ein Alarm? Erstmal überprüfen wir. Elefant? Ne, toter Elefant. Und den kann man sogar häuten. Das ist cool. Da gibt es einen Elefanten. Den werden wir uns auch gleich zunutze machen, denke ich mal. Ich muss aber jetzt erstmal einmal schauen. Ich habe mir den Sniper mitnehmen sollen. Das sieht man nämlich da aus. Muss ich jetzt einmal kurz nachschauen. Ob hier so ein Alarm ist. Ich weiß nicht, ist das ein Alarm? Ja, ist es. Sehe ich noch einen zweiten irgendwie? Ich glaube nicht. Aber ich mache erstmal kurz. Ich hoffe, er geht nicht an den Alarm. Schießt er jetzt einfach mal in die Richtung. Ach scheiße, wird entdeckt. Ja, egal. Dann machen wir den Rest jetzt so. Das ist wie gesagt auch das Problem daran, wenn man keinen Schalldämpfer hat. Was ist denn jetzt los? Achso, ich hab gedacht, ich habe irgendwas gemacht. Okay, das hätten wir doch im letzten Part noch geschafft. Sequenz? Ja.
Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganmin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begannen. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Akt 1 beendet. Ging aber schnell mit Akt 1. So. Wo ist denn jetzt wieder direkt der Außenposten? Ah, nochmal eine Trophäe. Koop-Modus spielen. Der Koop-Modus ist jetzt freigeschaltet, um mehr zu erfahren. Besuche Herc, suche nach dem H-Symbol in der Nähe. Du kannst auch Touchscreen drücken, um zum Taktikmenü zu gelangen und den Abschnitt Koop-Modus spielen lesen. Um im Koop-Modus zu spielen, musst du online starten oder online fortsetzen im Hauptmenü gewählt haben. Okay. Ich habe auch neue Fähigkeiten. Ich wollte jetzt einmal bloß... Wo ist denn jetzt der Unterschlupf, den ich gerade eingenommen habe? Ist der hier? Ja. Der Todelefant liegt da natürlich nicht mehr, ne? Sieht nicht so aus. Nee. Schade. Wäre cool gewesen. Dann schauen wir mal kurz unsere Fähigkeiten an. Messerwurf Takedown klingt auch geil. Aber kann ich das machen? Ja. Kann ich hier aber auch allerdings alles machen. Ich glaube nämlich auch, die Heilspritzen ist auch nicht schlecht. Wurfmesser werfen nicht so viel. Ich mache erstmal Heilspritzen. Einen Punkt habe ich dazu noch. Teilweise Geräte Gesundheit regenerieren sich viel schneller. Okay, das machen wir auch noch direkt. So. Dann machen wir hier. Was ist denn, was sind das hier für Aufgaben? Ich gehe einfach mal rein. Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gael. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Okay. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan?
Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Die ist mad, yo. Frauen, ne? Kennen wir, Bruder, kennen wir. Entscheidung. Machtverhältnisse, Missionen sind äußerst wichtig für den Goldenen Pfad, aber Amita und Shabai haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Mafes-Mission Anführer des Goldenen Pfads ist. Okay. Überleg es dir gut. Muss ich das hier drin machen? Oder mal draußen, ne? Da muss ich da zu denen hingehen, oder was? Ja. Mhm. Ich weiß nicht. Die Frau ist mir schon sympathischer. Aber er hat uns damals gerettet. Machen wir... Mene, Mene, Mister, es rappelt in der Kiste, Ene, Mene, Meh, und du bist weg. Okay, nehmen wir das Vibe. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Ja, sind wir sicher. Jage oder werde gejagt. Erreiche Camp. Ey, jetzt geht's aber los. Camp Alpha, es ist aber auch schon 23:30. Ich mache jetzt auch noch diese Aufnahme hier und dann gehe ich auch mal schlafen. Aber ich glaube, jetzt lohnt sich auch nicht mehr da wirklich hinzufahren. Können wir Sachen verkaufen, das Fell oder können wir, ja, wir können auch was herstellen. Ein Waffengurt. Ja, warum nicht? Ansonsten nichts. Okay. Ah, hier ist noch so ein Poster wieder. Ah, das ist der Alarm. Okay. Und verkaufen jetzt hier noch ein bisschen Sachen eben. Machen wir noch irgendwas Sinnvolles. Ah ne, jetzt verkaufen. Hier ist verkaufen. Kann weg. Kann weg. Das bleibt behalten wir mal. Die ganzen Fälle auch erstmal. Bisschen Money hier wieder machen. Ja, das ist Spritzen herstellen. Okay. Können wir denn uns jetzt schon mittlerweile... Alter. So, jetzt. Kaufen und anpassen. Waffen für die AK. Immer noch keine Aufsätze. Oder gibt es einfach dafür keine Aufsätze? Kann ich mir irgendwie vorher nicht vorstellen, aber... Okay, dann kaufen wir jetzt mal die STG. Ah, guck, dafür gibt's... Aber es gibt nichts für die Läufe. Nee, ich will ja was mit einem Schalldämpfer. Ich glaube, da kriege ich einfach noch nichts. Das ist scheiße irgendwie. Ja, das ist doof. Dann lassen wir das erstmal doch. Ohne Karte. Lassen wir aber auch erstmal. Ja, dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen was verkauft. Und dann begeben wir uns im nächsten Part hier in das Camp Alpha, hieß es glaube ich.
und werden dort die Infos besorgen in der Mission Jage oder werde gejagt. Wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.